Oh Gott, ist das gay. Oh, ich bin die Königin. Ich will hier durch. Macht mir den Weg frei. Ah, Lydia. Mach du es mal eben. Ich muss mich erst mal wieder umziehen. Schminken und alles, was dazugehört. So, jetzt testen wir gleich mal den Bogen aus oder auch nicht. Wir haben recht wenige Stahlpfeile. So, noch ein Drauger. Ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Stab der Zombies. Belebt einen schwachen Toten wieder. Ach so. Verbraucht es denn keine Magie, wenn man dieses Zombie-Beschwören damit macht oder wie? Oder wie muss ich das verstehen? Oh, das sah irgendwie geil aus. Lydia von, also der Zombie rannte so auf uns zu und dann kam Lydia von der Seite und dann... Ja, genau. Hat es gemacht. So. Noch ein Drauger weg. So, komm her, mein Freund, ja. Oh, ich weiß, was... Da will ich was benutzen. Ah, ruheloser Drauger. Der benutzt Magie, das heißt also Funken. Endlich kommen die Funken mal wieder zum Einsatz. So, jetzt kann er nicht mehr zaubern. Jetzt haben wir ihm seine Zauberkraft genommen. Und da wird er richtig schön gebrutzelt. Ja, ja. Die Augen leuchten noch immer. Das waren wohl kleine Glühbirnen bei ihm da drin. So. Oh, scheinbar doch nicht. Das ist scheinbar eine Frau. Ach so, naja. Bei denen kann man eh nicht mal unterscheiden, was die waren oder sind oder wie auch immer. Meinetwegen. Nehme ich, wenn es denn sein muss. So. Ich mache mal etwas weiter mit dem Bogen. Schwören und Witz, es gibt hier auf jeden Fall Schutzgeist. Okay, ich nehme erstmal den ganzen Kram hier mit. Sortieren, wenn wir draußen sind, erstmal ein bisschen aus, gehen in die Stadt, Verkauf und so. Aber erstmal wird alles mitgenommen. Weil ich denke mal, so oft werden wir hier nicht mehr hinkommen. Jetzt bin ich verwirrt. Jo, super. Was sagt unsere Markierung? Unsere Markierung sagt dahin, deswegen gehe ich erstmal hier hin. Ja, ja. Durchsuchen. Ach so, es sind alles hier Uhren. Ah, ja. Ach, die Animation ist ja lustig. Da oben der Deckel. So, überall erstmal ein bisschen die Gräber plündern. So. All die Uhren. Warum sind hier überall Uhren? Vor allem wofür? Wenn die Drauge nochmal getötet werden oder was? Keine Ahnung, aber es ist ja auch das Ostengraf. Und Graf kommt dem Grab ja sehr näher. Meine Sprache kommt der Deutsche aber nicht sehr nahe. Das ist nur Nevokianisch. Und das versteht man nur als Nevonent. Also, abonniert mich. Ja. Was ist das hier? Das glänzt. Kann man die eh das irgendwie drehen? Nö. Wo ist ein Pfeil hin? Ein weiterer Fall für Galileo Mystery. So, Okay. Feuermagier-Novize. Aha. Mich interessiert bei all denen irgendwie nur das Gold. Du bist so geldgeil. Ja, bin ich. Vorsichtig. Ich weiß. Mit Geld soll man immer vorsichtig sein, ne? Nein, bitte keine Spinnenweben. Bitte keine Spinnenweben. Das sieht cool aus. Das hingegen sieht nicht gerade gut aus. Ach, nur ein normaler. Die haben wir mit dem neuen Bogen und den Stahlpfeilen besonders schnell weg. Genau wie meine Stimme eben weg war. Einfach mal eben so ganz dreist. Und wir haben auch schon eine neue Stufe. Ich werde noch nicht skillen, weil ich mir eine Art Skillplan gemacht habe, was ich denn immer so skillen möchte. Und das möchte ich jetzt noch, also ich möchte jetzt noch nicht weiter skillen, weil ich nicht weiß, was ich skillen wollte. Und ich glaube, ich hatte mir da eigentlich einen ganz vernünftigen Plan aufgestellt. So. Ja, auch skillen soll gelernt sein. Oh. Hi. Ich hab genug von euch. Lydia, mach du das mal bitte. Ich will auch mal Pfeile verbrauchen. Danke. Ich hatte auch einen Stahlpfeil. Ja, okay.
Da kann man ihn wieder rausziehen. Bei manchen kann man ihn ja nicht mehr rausziehen. Ich muss mein... Moment mal. Ich schieb das Mauspad mal eben weiter, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich habe meinen Arm hier so komisch eingeknickt. Aber ich will ihn irgendwie mal ausstrecken, weil... Sonst bekomme ich einen Krampf im Oberarm. Ja. Und die wahrscheinlich auch. Nur haben sie nicht mehr so viel Fleisch an den fleischigen Armen, die mal fleischig waren. Was ist das? Hm. Ich bleib hier irgendwie bei allem möglichen Kram stehen. Das ist schlimm. Oh, Kerzen. Was ist das? Lydia, wer bist denn du? Lydia. Noch mehr Inschriften mit Moos. Und Krüge. Hallo, ist jemand da? Krug. Ist alles in Ordnung? Ist die Luft rein? Scheinbar. Ich glaube hier trotzdem oben. Denn hier gibt es scheinbar noch ein bisschen was zu Nein. Ich dachte, kann man jetzt erstmal reinlesen, weil ich wollte wissen, ob man noch irgendwas im beschädigten Buch erkennen kann. Hat mich nämlich interessiert. Vielleicht wären einfach nur so gewisse Worte da zu erkennen. Und man hätte sich dann da selbst irgendwie irgendwas zusammendenken können, aber nein. Es ist einfach nur ein kaputtes Buch, das man nicht lesen kann. Überhaupt gar nicht. Nicht mehr öffnen kann. Weil. Pups. So. Kann auch gleich wieder rein. Daneben, egal. Ich wohne hier ja nicht. Efeu. Okay. Also ich glaube, das wird recht lang dauern, bis wir hier durch sind, weil fände ich bei jedem Stückchen Efeu und irgendwas... Ah, winziger Seelenstein. Steil. Winziger Seelensteil. Geldbeutel auf jeden Fall gerne. Ustengraft tiefen... Moment. Ach, Lydia, du alte Ziege. Lydia, die alte Ziege. So, ruheloser Traugart. Nichts Besonderes dabei. Ein bisschen Leichenplünderung ist doch immer wieder schön. Ist nicht hier im Grab irgendwo aufgegangen? Ich hätte gedacht, ich hätte irgendwas Glocken gehört. Hm. Komisch. Hatten wir die Leiche hier schon? Hm. Scheinbar. Ach, hier waren wir ja schon gewesen, glaube ich. Ist da noch ein Geldbeutel? Was haben wir hier? Ah, ganz viel Gold. Leider in Einzelstücken. Aktivieren Ke- Oh, Moment. Pff, wir sind ja richtig am Entdecken. Da wären wir schon beinahe weitergegangen, aber... Hier ist ja scheinbar noch viel zu finden. Dementsprechend... Oh, Mighty Steel Great Sword. Ach, das ist sogar ein Sword. Mighty Steel Great Sword. Das ist ja auch mal ein toller Name, du. Aha. Ja, zeig mal her, du. Ich muss sagen, es sieht ein bisschen künstlich aus. Gerade so dieser viereckige Griff da unten und auch dieses... Naja, egal. Aber das scheint gar nicht schlecht zu sein. Außerdem hätte ich damit immer noch ein Schwert an der Hand. Ich wollte ja sowieso immer mit einem zweihändigen Schwert kämpfen. Eigentlich jedenfalls. Okay, die sind beide gleich gut. Aber... Ein bisschen Abwechslung kann ja ruhig sein. Deswegen benutze ich das erstmal für diese Aufnahme, aber dann dachten wieder das andere Schwert, denn das ist allein schon vom Aussehen her cooler. Finde ich persönlich. So, da war aber noch eine Kette, die möchte ich auch mal aktivieren. Man will hier auch nichts auslassen in diesem riesigen Spiel. Oh. Okay. Oh nein, Lydia! Oh. Da steht sie vor der Tür. Da steht sie vor der Tür und wir knallen ihr einfach die Tür direkt vor der Nase zu. Ach, Lydia. Oder Lydia Schild. Ja. Ich weiß, dass es eigentlich Lydia ausgesprochen wird. Jedenfalls gehe ich davon aus, nicht Lydia, aber ich sag einfach lieber Lydia. Es geht richtig tief rein. Ja, Lydia, das gefällt dir richtig tief rein, du. Ich sollte mal zum Scheiß aufhören. Ich denke mal, da werdet ihr mir zustimmen. Und wenn nicht, dann... Tschüss. So, Heavy Painted Body Shield.
Nehme ich mit. Nein, ich trage zu viel. Lydia, oh Gott. Das ist mir richtig langsam. Ja, du bist immer noch da. Das ist sehr schön. Aber hier trennen sich unsere Wege. Nein, ich möchte ein Dinge mit. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, das tust du. Du alte Hu. Was? Was? Nichts, nichts, nichts. Nichts, nichts. So. Ich wollte übrigens eigentlich 4 Folgen aufnehmen. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch schon so... Es ist, keine Ahnung, bin ich jetzt bei der 2. Folge oder 3. Folge sogar schon? Ich weiß nicht. Fühlt sich jedenfalls noch gar nicht so lange an. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiter aufnehmen. Ich nehme auch gerade am Vormittag auf, beziehungsweise, naja, am Morgen ist nicht mehr, aber am Vormittag. Weil es einfach am Nachmittag viel zu heiß hier drin wird. Und naja, das wird mir dann etwas zu warm. Und dann würde ich nicht mehr aufnehmen können. Mein PC wird dann auch schneller warm werden. Und man merkt es auch schon, es sind nicht mehr diese 8 oder 10 FPS, sondern wir bewegen uns gerade stabil, egal ob wir rennen oder nicht, im 30er Bereich. Dementsprechend ist es momentan deutlich stabiler. Das gute alte Spiel. Naja, was heißt alt? So alt ist auch noch nicht. Aber es ist ja nun mal auch nicht das allerneueste Spiel. Doch in die Jahre gekommen ist es noch lange nicht. Oblivion hingegen, naja, Oblivion. Ich denke mal, das wird sich noch klären, was wir damit machen. Da war ja zuletzt noch ein... Also etwas hat die Motivation gefehlt, aber vor allem auch die Zeit, wie jetzt momentan bei allen Projekten. Was ich mit Oblivion mache, muss ich mal gucken. Weil ich wahrscheinlich nächste Woche aufnehmen. Mal schauen. Und für euch wird es dann immer, ich weiß nicht, ob sonntags oder samstags. Ich habe auf jeden Fall irgendwas geplant. Ich glaube sogar sonntags, wenn es bei dem momentanen Konzept bleibt, dass ich so angedacht habe. So, jetzt geht's aber endlich mal weiter. Durch diese kleine Tür. Ich bin mal gespannt, was uns dahinter so erwartet. Tut, tut. Lydia, bist du da? Ja, Lydia, ne? Die steht doch schon so komisch. Naja, dann wollen wir mal in das tiefen Gewölbe des Ustengravieses. Komm schon. Lade fertig. Da steht immer noch Stufe 5. Ich finde es irgendwie verwirrend, dass man erstmal ins Fähigkeitenmenü muss, damit man auch wirklich laut der Anzeige eine Stufe weiter ist. Aber weiterskillen werde ich dann, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Und nein, ich habe es nicht vergessen. Ich muss einen denken, ich hätte es vergessen. Weiter zu. Das ist echt viel schöner hier. Als in dieser komischen Copy-and-Paste-Gaststätte, in der wir letztes Mal in... Ist irgendwas mit Moor? In... Dingsbums-Moor waren. In moorigen Moor. Lass mich mal bitte rauszoomen. Oh Gott, da müssen wir echt noch sehr weit. Ach ja, genau, das Horn von Jürgen Windrufer war es ja. Wonach wir suchen. Ich würde ganz gerne erstmal... Nein, ich will nicht... Ja, warum drücke ich mal wieder auf J? Die Weltkarte. Genau, Moortal. Stimmt. Oh, hi. Nur ein Draugar, das klang mal irgendwie eindrucksvoller, du. Gut gemacht. Um mich herum geschlagen. Sehr schön. Oder hast du mich getroffen? Lydia, pass bloß auf, du. Was macht ihr denn da? Ah, 2 nicht verbessert. Genau das meine ich nämlich. So kann man sich schön weiter skillen. Ach so. Genau, einmal rum. Der Lydia-Sack geht herum. Fidibum, bum, 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 fidibum, bum, bum, bum. Lydia-Bum. Lydia-Bum hat schon wieder... Naja, egal.